Die großen Player haben sie alle. Eine eigene App zum Einkaufen. Ganz vorne dabei, Discounter Lidl. Es gibt Coupons, man kann sparen. Ich denke dann immer, naja, die 2 Euro hätten andere mehr bezahlt. Der Trend, früher Rabatte zum Ausschneiden, heute alles auf dem Smartphone. Die Kunden geben ihre persönlichen Daten preis, sie geben ihr Einkaufsverhalten preis. Die Kunden haben das sehr, sehr akzeptiert. Max erklärt, warum Lidl mit seiner App so erfolgreich ist und wieso Einkaufen im Supermarkt generell immer digitaler wird. Seit fast 2 Jahren gibt es die digitale App Lidl Plus und die verspricht so einiges. Wer sich in der App anmeldet, bekommt einen 5-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf beim Discounter. Alle Einkäufe werden samt Kassenzettel in der App gespeichert. Es gibt Coupons mit wechselnden Rabatten auf ausgewählte Artikel. Nach jedem Einkauf gibt es das Lidl Plus rubbellos mit Sofortgewinn. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Mehr als 10 Millionen Mal wurde die App bis heute runtergeladen. Und nicht nur runtergeladen, sondern auch fleißig genutzt, wie uns Ralf Tunder verrät. Der Marketing-Experte an der IBS in Österreich-Winkel beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen Rabatt- und Kundenkarten, die immer digitaler werden. Beide haben gewonnen, sowohl die Kunden als auch Lidl hat damit gewonnen. Lidl hat in der Szene, wenn ich das so sagen darf, damit Akzente gesetzt, Maßstäbe gesetzt. Wir haben sogar in verschiedenen Studien, soweit es darüber Studien gibt und eine Studienlage vorliegt, die ist jetzt aus dem letzten Jahr noch, nahezu 70%, das muss man sagen, nahezu 70% benutzen die App wöchentlich. Einer von ihnen, Tobias Bode. Schon vor 2 Jahren hat er für Max die App geladen, seitdem nutzt er sie regelmäßig. Seine Bilanz bisher? Sie funktioniert auf jeden Fall und es gibt halt, tatsächlich ist das so, dass man immer so Coupons bekommt jede Woche und auch so Gratisartikel. Aber das Ding ist halt, meistens bekommt man diese Coupons und vor allem die Gratisartikel nur für Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Also ich muss sagen, letzte Woche, glaube ich, war das, da gab es halt ein Päckchen saure Sahne oder so eine Dose saure Sahne. Habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gebraucht. Ja, man nimmt sie dann halt mit und jetzt verschimmelt sie da halt irgendwie im Kühlschrank. So wie seine anderen Gratisartikel. Im Januar hat Tobias rund 220 Euro bei Lidl ausgegeben. Diese Artikel gab es geschenkt. Softcake, Orangenkekse für 99 Cent. Zahnpasta für 55 Cent. Und Cremasano für 69 Cent. Gesamtersparnis 2,23 Euro. Doch ohne App hätte Tobias die Summe gespart, da er diese Artikel einfach nicht gekauft hätte. Letztendlich, man wird dazu verführt, Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen der Sinn von dieser App. So. Doch wo bleibt zum Beispiel Konkurrent Aldi in Sachen App? Schwer vorstellbar, dass der Discounter nur tatenlos zuschaut. Wir haben nachgefragt. Aldi gibt sich eher bedeckt. Wir beobachten laufend vor dem Hintergrund einer wachsenden Digitalisierung neue Angebote für unsere Kunden. Wir möchten darüber hinaus keine weiteren Angaben machen. Zwar hat auch Aldi eine eigene App, aber die präsentiert lediglich das Sortiment, aktuelle Angebote oder Rezepte. Persönliche Rabatte oder Gratisartikel? Fehlanzeige. Ähnlich sieht es auch bei den Apps von Edeka oder Rewe aus. Auch hier finden wir nur wenig Funktionen. Und so sind diese Apps bei vielen Hessen weitestgehend unbekannt. Noch nichts gehört davon, nee. Also beim Rewe habe ich das auch noch nicht angeboten bekommen, also habe es auch noch nicht gesehen. Dabei nutzen laut einer repräsentativen Umfrage 70% der Befragten regelmäßig Apps beim Einkaufen. Aktuell sieht die Verteilung so aus. Die Hälfte der App-Nutzer geht regelmäßig mit Lidl Plus einkaufen. 16% der Befragten hat die App von Aldi Süd. Netto-Markendiscount folgt mit 14,2%. Rewe kommt auf 11,8%. Jeder Zehnte hat schon einmal die Edeka-App benutzt. Mehr verwundert es dann, dass die anderen Wettbewerber so lange Lidl dort freies Geleit geben und nicht nachziehen und eine ähnliche App entwickeln oder vielleicht sogar noch mit einer anderen Dynamik das Ganze versehen. Zumal die Tendenz wohl dahin geht, man kann das so interpretieren, dass es noch nicht das Ende ist, was Lidl damit bezweckt, sondern die Digitalisierung geht dann noch ein Stück weiter dann. Was aber sind die nächsten Schritte bei Lidl? Wie viel Geld haben Sie bereits in die Digitalisierung gesteckt und wie gut funktioniert die Kundenbindung tatsächlich? Das haben wir den Discounter gefragt. Doch Lidl beantwortet keine unserer Fragen.
Egal ob Lidl, Aldi oder Rewe, insgesamt, sagt Ralf Thunder, sei das Ziel der Einkaufs-Apps klar. Wird zunächst das Einkaufsverhalten der Kunden analysiert, sollen sie im nächsten Schritt an neue Produkte herangeführt werden. Man schätzt das immer für einen klassischen Haushalt so ein, dass der klassische Haushalt gerade mal 100 verschiedene Artikel übers Jahr immer im Lebensmitteleinzelhandel kauft. Und dort haben wir jetzt 10, 20 oder sogar bei den großflächigen Handelsunternehmen 30.000 Artikel. Die stehen für den Händler, stehen die umsonst da, wenn die Auswahl immer von den Kunden so begrenzt ist. Und genau dafür gibt es dann zum Beispiel Gratisartikel wie Zahnpasta oder Kekse, um dem Kunden neue Produkte schmackhaft zu machen. Das Max-Fazit: Kunden binden, Kundenströme und den Warenkorb steuern. Das sind die aktuellen Ziele der Apps. Die Zukunft wird zeigen, wohin sich die digitale Einkaufswelt weiterentwickelt. Die Händler jedenfalls lassen sich dabei nicht in die Karten schauen. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt's noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch nochmal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.